herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich dachte mir, ich setze mich mal hier hin und rede einfach drauf los, weil es ist schon eine Weile her. Es tut mir super, super leid. Irgendwie gefühlt, die letzten paar Tage habe ich so viele Nachrichten bekommen auf Instagram, dass meine Vlogs fehlen und ja, irgendwie ist mir das die letzten Tage so krass aufgefallen. Das war jetzt nicht der Grund, warum ich mich hier hinsetze, sondern weil ich will ja auch mal wieder hier irgendwie was hochladen. Aber ja, irgendwie bekomme ich es nicht mehr richtig hin. Ich glaube, wie soll ich sagen, also wo ich ja mit diesen Videos, ich rede jetzt einfach drauf los, keine Ahnung, wo ich ja mit den Videos so krass angefangen habe, das war ja im ersten Lockdown. Ich meine, da war ich einfach zu Hause. Und dann war ja der zweite Lockdown. Und was habe ich im zweiten Lockdown gemacht? Ich bin umgezogen. Da war es schon schwieriger, aber noch immer besser. Und seit ich aber jetzt hier in Berlin wohne, ist es echt schwierig für mich, das Ding hier so richtig am Laufen zu lassen. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum. Irgendwie, hier bin ich natürlich viel, viel mehr unterwegs. Ich habe hier viel mehr Möglichkeiten, was zu machen. Bin viel mehr draußen. Ich habe auch oft das Gefühl, es ist auch so, dass wenn ich dann zu Hause bin, ich so ein bisschen sozusagen die soziale Batterie irgendwie aufladen muss. Ich ertappe mich ganz oft dabei, wo ich einfach hier auf der Couch eben sitze und einfach nur so die Zeit für mich irgendwie brauche, wo ich nicht zu Hause noch irgendwie so extrem produktiv bin. Und im Passau war das immer ganz anders, muss ich sagen. Da war ich immer so richtig kreativ und hatte so viele Ideen. Also nicht, dass ich keine Ideen mehr habe, aber die Umsetzung und so weiter. Da wollte ich immer das machen, das machen, das machen. Und hier ist es ein bisschen schwieriger. Und ich finde auch, was mich hier so ein bisschen beeinträchtigt, ich hatte es in den letzten Vlogs schon mal erwähnt, ist teilweise so diese Lautstärke in der Wohnung. Zum Beispiel im Passau, muss ich sagen, habe ich ja gar nichts gehört. Das war ja der Ruhefels, das war wie eine Höhle und komplett schalldicht. Also ich habe einfach keinen Mucks von irgendjemandem gehört. Und ich muss sagen, wenn ich dann da so in meinen vier Wänden war, konnte ich da so die komplette Kreativität rauslassen, weil ich wusste, ich bin so für mich. Da hat sich niemand eingemischt, da war ich einfach so behütet. Und dadurch, dass es hier alles so hellhörig ist, ist es irgendwie so, dass es mich, ich kann mich nicht richtig ausleben. Ich hoffe, das kommt irgendwie noch. Wobei ich sagen muss, so die letzten Wochen ging es jetzt hier, also war alles okay. Und ich klopfe lieber dreimal, weil, naja. Und ich bin auch so jemand, muss ich sagen, das nervt mich auch ein bisschen, dass wenn es mir dann eigentlich gut geht und alles gut ist, so in Passau fiel mir das leichter, weil Passau auch irgendwie so das Nest war. Das war so mein Zuhause, so, da war ich so behütet. Und hier bin ich, klar, ich bin einen großen Schritt weit umgezogen. Ich bin so krass aus meiner Komfortzone raus, dass ich oft so das Gefühl habe, wenn was gut läuft, will ich es immer nicht verschreien. Ich bin so ein Mensch, wenn was gut läuft, dann nehme ich es hin, dann freue ich mich. Aber ich will nicht sagen, oh, zurzeit ist alles top, alles ist toll, alles ist super, oh, das ist perfekt. Weil ich immer Angst habe, dass irgendwas Schlechtes passiert oder dass das irgendwie mir wieder genommen wird oder so. Und ich weiß nicht, also irgendwie habe ich hier zu Hause noch so eine kleine, ich fühle mich total wohl, mir gefällt die Wohnung und alles. Irgendwie habe ich noch so eine kleine Blockade, wobei ich die letzten Tage sagen muss, war ich eigentlich schon relativ produktiv hier und versuche das so ein bisschen, vielleicht wird es im Winter jetzt auch besser oder allgemein, weil ihr müsst verstehen, ich bin hergezogen, ich bin hier eingezogen, ich hatte so viel zu tun, ich musste irgendwie alles einräumen, alles die um die Küche kümmern. Ich hatte so viel in meinem Kopf einfach, was noch erledigt werden musste, was gemacht werden musste. Und irgendwie blieb da einfach kein Kopf mehr für diese Videos. Und ich sage immer so, Instagram ist immer noch ein Ticken einfacher. Das braucht auch viel Zeit, da investiere ich auch sehr viel Zeit. Aber es schneidet sich für mich einfacher als zum Beispiel diese YouTube-Videos. Und deshalb
ja, habe ich mich mehr um Instagram gekümmert. Also wer dann noch nicht folgt, dürft mir gerne folgen. Und da ist einfach für YouTube die Zeit irgendwie nicht übrig geblieben. Und ich hoffe und ich möchte mir die gerne in Zukunft schon wieder nehmen. Und ihr müsst, wie gesagt, verstehen, ich bin hierher gezogen. Neben diesem ganzen Einrichtungsdings war es natürlich auch die ganze Stadt auch für mich neu. Und ich bin ja hierher gezogen zu einer perfekten Zeit. Das war ja im Februar. Und dann kam der Frühling und der Sommer und man ist einfach super viel draußen unterwegs. Und gerade merke ich, dass man schon wieder ein bisschen mehr zu Hause ist, weil es einen einfach nicht mehr so rauszieht, weil es kalt ist und so. Und ich war natürlich sozusagen neu hier und musste erstmal alles entdecken und alles angucken. Es waren so viele Eindrücke und vielleicht schaffe ich es eben. Dadurch, dass sich das Ganze jetzt ja auch irgendwo irgendwann mal legt, sozusagen, dass ich hier wieder ein bisschen aktiver sein kann und wieder ein bisschen mehr Zeit in YouTube investieren kann. Und irgendwie ist es ja schon fast so, als müsste ich einen Neustart hinlegen, weil ich ja komplett raus war eigentlich. Und ja, es macht mir ja auch Spaß alles und ich habe auch das Gefühl, YouTube ist für mich halt auch so dieses Sprachrohr nach außen. So bei Instagram kann man mal irgendwie so ein paar Brocken, so ein paar Themen ansprechen, aber man kann sich nicht so hinsetzen wie zum Beispiel jetzt hier und einfach drauf losreden. Theoretisch, wo man sich denken kann, egal wie lang dieses Video wird, einfach drauf los, komplett egal. Es geht halt bei Insta, ist das irgendwie nicht so. Und hier hatte ich das Gefühl, durch meine Vlogs, so viele, also ihr wusst dann schon so über meine Eigenheiten Bescheid, was ich so mache, was ich gerne esse, was ich so über meinen kompletten Alltag eigentlich. Und ich mochte halt dieses Community-Ding und diesen Austausch einfach super gerne. Und irgendwo hat mir das ja auch, irgendwo ist es ja auch wie so eine Therapie, weil man sich einfach alles so von der Seele teilweise reden kann und so. Und das vermisse ich ja auch. Und nur es kostet schon viel Zeit mit den Videos. Und wenn man zurückguckt, wo ich wirklich aktiv hochgeladen habe, das waren ja teilweise im Monat 15 Videos. Das heißt, jeden zweiten Tag ein Video. Und das ist schon viel, also es beansprucht schon viel Zeit. Ansonsten geht's mir gut, alles ist okay. Also mal so ein kleines Live-Update sozusagen. Also ich bin auf Arbeit super gut angekommen. Ansonsten läuft's auch richtig gut. Ich meine, das einzige Problem, das ich halt habe, ist diese hellhörige Wohnung. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, aber gerade ist auch okay. Ansonsten, was ich auch unbedingt wieder in den Griff bekommen muss oder möchte, ist das Essen. Dieses ewig leidige Thema. Ich will es gar nicht so krass ausschmücken, aber was soll ich sagen? Ich bin einfach, ich denke mir immer, wieso kriege ich es nicht mehr hin oder was ist los? Aber ich muss auch sagen, ich bin halt einfach in einen komplett neuen Alltag reingeschmissen worden. Eigentlich in ein komplett, fast ein komplett neues Leben. Und ich habe einen riesen Umzug hinter mir, eine komplett neue Stadt, ein komplett neues Umfeld, ein komplett, eigentlich ist es klar, dass man dann auch wieder gucken muss, dass auch die Essgewohnheiten ändern sich halt dann automatisch auch irgendwie. Und dann möchte ich mich einfach wieder ein bisschen, also ich möchte gerne wieder so krass, wie ich hier zwar sozusagen auch irgendwie lebe und unterwegs bin und was ich so mache, genauso gerne hätte ich aber auch wieder die Disziplin aus Passau zurück. Also da war ich sehr diszipliniert, weil da hatte ich einfach sozusagen nichts zu tun, außer so eine Struktur zu haben. Und hier ist halt alles ein bisschen mehr durcheinander. Und dadurch gerate ich auch ein bisschen durcheinander, habe ich das Gefühl. Ja, also das sollte sich hoffentlich wieder ein bisschen einspielen. Ansonsten war ich jetzt vor einer Woche in Passau, habe da auch wieder Tattoo-Termine gehabt. Also habe auch meine Hände wieder auffrischen lassen, nachstechen lassen. Dann habe ich am Schienbein ein Tattoo bekommen. Im Gesicht, stimmt, ich muss die ganze Zeit überlegen, wo denn noch. Das war super spontan hier. Ich hatte hier vorher schon eine kleine Rose, die war ja ungefähr
so hier. Und ich wollte jetzt was Größeres, für sich hier so ein bisschen nach unten zieht. Und da haben wir das so drüber gemacht, sozusagen. Ja, ansonsten, nächste Woche kommt noch mal jemand wegen der Küche, weil da fehlt mir immer noch so ein Rohr. Also das ist auch noch, boah, ich mache drei Kreuzzeichen, wenn das abgeschlossen ist, ich sag's euch. Ja, aber ansonsten ist eigentlich nichts, hat sich so nicht viel verändert in meinem Leben. Also bin immer noch Single like a Pringle, wird sich ja nicht so schnell drin ändern. Lebe hier jetzt mit den drei Babes. Und ansonsten ist alles gut. Meine Haare habe ich mal wieder ein bisschen abgeschnitten. Die waren eigentlich schon bis hier. Aber ich habe sie abgeschnitten, weil wir halt hier oben noch diesen kurzen Teil haben. Und da habe ich letztens gesagt, weil langsam seht ihr, habe ich hier unten wieder meine schöne Grundlänge. Ich liebe ja diese kompakten Schnitte so. Und langsam nähern wir uns wieder der Frisur, die ich letztes Jahr im Sommer hatte, als ich sie dann ja nach meinem Spektakel abgeschnitten habe, bevor sie dann noch weiter abgebrochen sind. Aber langsam haben wir hier wieder eine schöne Grundlänge und ich habe nur noch hier oben halt ein paar Stufen. Aber das sieht eigentlich auch ganz okay aus. Nur jetzt war halt hier eine Stufe und dann waren die Spitzen so lang und alles war so krass gestuft. Und wenn ihr gezwungenermaßen Stufen tragen müsst, weil eure Haare brechen und so weiter und so fort, dann mögt ihr irgendwann keine Stufen mehr. Und ich mochte sie noch nie so gerne bei mir. Und deshalb habe ich die jetzt hier gekürzt. Weil diese Länge hier, das sind tatsächlich die Haare, die ich letztes Jahr zum Fukuhila oben ganz kurz geschnitten habe. Die sind jetzt schon hier. Und jetzt habe ich sozusagen meine Grundlänge denen angepasst. Dummerweise ist halt jetzt diesen Sommer das hier oben passiert, dass mir die hier am Scheitel sehr krass abgebrochen sind und auch hier hinten. Und deshalb habe ich hier das Deckhorn so ein bisschen gestuft. Aber ich bin froh um diese kompakte Länge hier unten endlich. Und das wird, ist halt jetzt so ein Schnitt. Es kommt langsam der Schnitt, den ich haben will. Und nicht mehr dieses alles so verschiedene Längen. Also jetzt letztens hatte ich ja noch die Extensions, habt ihr ja gesehen. Oder habt ihr das noch gesehen? Ja, ich glaube schon. Das habe ich noch hochgeladen, wo ich ja die Extensions bekommen habe. Und die waren zwar cool und waren schön und ich finde, so optisch sah es wirklich top aus. Aber ich muss auch sagen, ich musste mich sehr zusammenreißen, weil für mich selber war das halt so, hier oben diese Haarlänge, dann haben wir hier diese Haarlänge, dann hatte ich noch ein Stück von meinen eigenen Haaren, die diese Haarlänge hatten. Und dann zwischen diesen ganzen verschiedenen Haarlängen waren noch Extensions, die bis hier gingen. Und ich weiß, optisch, wenn mich jemand angeguckt hat, hat man gar nicht gesehen, dass es Extensions sind. Und es sah wirklich schön aus. Aber das Gefühl für mich war halt irgendwie kacke. Und deshalb habe ich jetzt gesagt, also jetzt sind die Extensions raus. Und ich habe die hier unten so ein Stück weggeschnitten. Und jetzt haben wir hier wieder eine schöne Grundlänge. Und nur das Deckhaar hier, das muss schon noch ein bisschen wachsen. Es ist noch sehr kurz, aber man kann langsam, wird es eine einheitliche Frisur. Und dann, Leute, noch zu einem Thema, was ich jetzt mal ansprechen möchte. Ich überlege gerade oder habe mal so drüber nachgedacht, das sind immer mal wieder so Gedankenblitze, die kennt ihr ja schon von mir, ob ich vielleicht doch wieder Videos auf meinem Hauptkanal machen soll. Ich meine, wisst ihr, der steht da, den gibt es, der existiert. Der hat einfach über 200.000 Abonnenten. Aber da passiert nichts. Das ist eigentlich viel zu schade, oder? Ich meine, der Beweggrund, warum ich ja den Kanal dann aufgehört habe, war ja der, dass ich 200.000 Abonnenten hatte, aber die Klicks waren ja extrem weit unten, weil es war ja alles eingefroren. Das war ja alles tot, auf gut Deutsch gesagt. Und dann habe ich bemerkt, wenn ich einen Vlog hier hochlade, der hat genauso viele Aufrufe mit einem Kanal, der gerade mal, damals hatte der Kanal hier 10.000 Abonnenten, hatte genauso viele Aufrufe wie der Kanal mit den 200.000 Abonnenten. Aber irgendwie ist es trotzdem schade drum, weil ich meine, es ist nur eine Zahl, es ist nur eine Followerzahl, aber
Ich weiß es nicht. Ist irgendwie voll schade. Und der war ja ursprünglich mein Baby. Das wisst ihr ja. Das ist ja auf diesem Kanal ist ja eigentlich Geschichte geschrieben worden, wenn wir es mal so ein bisschen übertreiben. So Emo-Geschichte, Scene-Queen-Geschichte. Und vielleicht sollte man das doch wieder irgendwie zusammenschmeißen. Und vielleicht doch wieder zurückkehren. So. Und ich hatte mal eine Phase, wisst ihr, das klingt jetzt voll deep, aber wo ich immer gedacht habe, ich will mich von diesem ganzen Emo-Dings und von diesem ganzen Zeugs ein bisschen abgrenzen. Gerade nach dieser ganzen Tumblr-Blog-Geschichte damals hatte ich irgendwie das Gefühl, ich brauche was Neues. Dann dachte ich immer, ich will meinen Namen ändern. Dann dachte ich immer, ich will irgendwie das, das, das. Also ich wollte weg davon. Aber irgendwie finde ich, will ich das ja gar nicht. Also ich stehe ja zu dem und ich liebe das ja und ich habe es geliebt und ich liebe ja immer noch diese ganzen Bilder und Videos. Und ich weiß auch, dass super viele von euch das ja immer noch lieben und das gut bei euch ankommt. Und da überlege ich halt irgendwie, vielleicht sollte man einfach da wieder anknüpfen. Jetzt natürlich nicht mit solchen Videos, wie ich früher gemacht habe, aber einfach mit dem, was ich halt jetzt hier mache, das einfach trotzdem wieder auf den Hauptkanal packen. Und ich meine, man sieht halt dann auch irgendwo so ein bisschen diese Entwicklung so von früher zu jetzt so. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube, ich nehme jetzt gleich mal ein Video auf, das ich mal auf dem Hauptkanal hochlade, um dann mal wieder ein bisschen abzuchecken, was da noch so geht. Und dann wollte ich euch an dieser Stelle auch mal fragen, habt ihr den Hauptkanal eigentlich abonniert? Also meine Frage ist jetzt, seid ihr neu hier dazugekommen und kennt den Hauptkanal sozusagen gar nicht oder kennt den Hauptkanal eh jeder von euch? Also ich glaube schon, dass der Großteil den kennt. Könnte auch sein, dass viele von euch den natürlich deabonniert haben, weil ihr wisst, da kommt nichts mehr. Aber vielleicht abonniert ihr ihn vielleicht doch wieder, weil eventuell kommt da doch wieder was. Ich weiß es nicht. Und da würde ich mir gerne mal eure Meinung dazu anhören. Ob ich das mal versuchen soll oder ob wir einfach da wieder zurückkehren und einfach wieder alles in eins schmeißen. Nicht hier ein Kanal, nicht hier ein Kanal, nicht das, mich nicht von diesem alten abwenden, sondern es war ja einfach eine verdammt geile Zeit. Und ich brauchte eine gewisse Zeit Abstand, weil ich mich irgendwie neu erfinden wollte, aber ich bin das ja immer noch. Und das gehört ja voll zu mir und das ist ja auch, das war so die geilste Zeit ever. Vielleicht sollten wir da zurückgehen. Tell me your opinion, please. So viel dazu. Ich versuche auf jeden Fall mehr wieder ein bisschen aktiver zu sein, sei es in Form von Vlogs. Manchmal ist es halt so, wenn ich draußen unterwegs bin mit jemandem. Ich bin halt, das geht auch Props an mich. Ich bin nicht die Person, die auf alles eine Kamera drauf hält. Ich nehme auch super viel Rücksicht auf Leute, die nicht viel mit Social Media zum Beispiel zu tun haben. Ich meine, wenn ich mit Konzi bin, dem ist das scheißegal. Der kennt es. Da kann ich alles filmen. Also, der, wenn bei sich in Unterwäsche durch den Unterhose durch die Wohnung läuft, dann kann ich die Kamera drauf halten. Das ist dem egal. Aber, ich will halt, ich bin auch so jemand, wie gesagt, Props an mich, wenn ich mit jemandem bin. Ich bin dann auch nicht erreichbar. Also ich bin auch so jemand, dann gucke ich zwar, dann sehe ich, habe ich mein Handy, aber dann schreibe ich dann nicht. Also ich bin nicht die Person, mit der ihr am Tisch sitzt und die dann so, ja, erzähl, ah, okay, und dann nebenbei noch hier schreibt. Das bin ich absolut nicht. Also da bin ich dann nicht erreichbar. Und da halte ich auch nicht überall die Kamera drauf. Und oft ist es dann schwierig, an einem Tag, wo ich draußen unterwegs bin, so viel zu filmen, dass es halt für einen Vlog reicht. Und vielleicht werde ich es eher in die Richtung lenken, dass ich versuche, euch einfach, dass wir auch ein bisschen über so verschiedene Themen oder so quatschen. Dass ich mich einfach mal in die Küche stelle, irgendwie, egal wie ich gerade aussehe, und einfach drauf losrede, so. Und ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, was ihr von mir wissen wollt oder über welches Thema ich reden soll, welche Themen euch interessieren und so. Weil ihr seht es ja. Vielleicht können wir, viele mögen diese Laber-Videos, das weiß ich. Also wenn ich da einfach nur so sitze, stehe irgendwo und einfach irgendwas erzähle. Das ist ein großes Kompliment, das freut mich. Und vielleicht können wir uns da einfach über bestimmte Themen austauschen.
Und da würde es mich freuen, wenn ihr mir auch mal einfach so ein bisschen so einen Anstoß da lasst. Und ihr seht, wie gesagt, ihr seht es ja, ich rede gerne. Ich rede gerne, ich rede viel. Und ich denke, das könnte man. Oder ich rede zum Beispiel irgendwas und zeige euch dann noch kleine Ausschnitte vom Tag so. Damit einfach ein bisschen was zusammenkommt. Und ja, weil diese Zeiten, wie in Passau, wo ich halt den ganzen Tag zu Hause sitze, wo ich den ganzen Tag für mich bin, wo ich den ganzen Tag nur zu Hause bin und sozusagen nur Dinge mache, die halt man halt zu Hause macht, die sind halt jetzt hier vorbei. Also es gibt solche Tage, aber die gibt es halt nicht so oft. Und deshalb, das ist einerseits natürlich schön und gut für mich, aber schlecht für die YouTube-Videos. Ich habe jetzt viel genug geredet. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr trotzdem weiterhin einschaltet. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ja, was ihr davon denkt. Und ja, dann würde ich sagen, war es das. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.